Aber das dauert auch noch ein ganz kleines bisschen. Und in der Zwischenzeit kann ich den Stein hier hinten aufsammeln. Den da. Es gab übrigens einen Vorschlag in den Kommentaren, dass wir, um zu verhindern, dass nochmal irgend so eine Kiste voll ist und dadurch Stromausfall gibt, dass wir lila Kisten benutzen. Ist an sich eine gute Idee. Das Problem ist dann nur, dass die Roboter noch mehr ausgelastet sind. Und beim Sand können wir das gar nicht machen. Aber haben wir wirklich Steinprobleme später? Ich glaube, ich sammle jetzt einfach ein bisschen die Steine auf. Genau, ihr macht gar keine Steine mehr. Die Steine, die noch produziert werden, die sammle ich jetzt noch ein bisschen auf. Pack sie in das Zentrallager und dann stelle ich erstmal alle um auf reines Wasser. Ja, guck mal. Du mach bitte nur noch das kleine reine Wasser. Klein, klein. Stein. So. Shift links, Shift links. Wasser, gut. Wow. Kennst das Spielchen? Bau mal ein bisschen Landfill. Sollte jetzt eigentlich Platz schaffen. So. Wasser, Wasser. Ja, und das haue ich alles ins Zentrallager und dann passt das schon irgendwie. Wenn wir später wirklich wieder Steinprobleme haben, dann stelle ich einfach kurz alle einmal ein, dass sie Stein produzieren sollen. Dann klappt das schon irgendwie. Unser Zentrallager muss wesentlich größer werden. Stein, 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 Stein. Stein. Ja, bau bitte davon welche. Ein weiterer Vorschlag aus den Kommentaren war, dass wir an die besseren Roboports rangehen. Weil es soll nicht mehr so wirklich viel helfen, mehr Roboter zu bauen. Was ich nicht ganz unterschreiben kann. Aber das war halt seine Feststellung. Weil ein Großteil der Roboter einfach nur wartet, um aufgeladen zu werden. Ist nicht wirklich der Fall. Also ja, wir hatten kurz mal einen Engpass gehabt, wo die hier rumeiern. Aber das sind nicht alle. Und die können ja theoretisch auch die anderen Roboports benutzen. Aber er hat schon recht. Es würde helfen, wenn wir die besseren Roboports bauen würden, um dann die Downtime hier zu verringern. Und das ist jetzt fertig. Das lasse ich erstmal kurz weiterlaufen. So. Wir haben jetzt nicht instant ganz viele Roboter, die nichts zu tun haben. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern, bis sie das eingepegelt hat. Währenddessen laufe ich noch rum und hole mehr Steine. Da. Stein. Du. Shift links, Shift links. Hat das immer noch drin? Ja, hat er. Okay. Sand. Sand kann so weiterarbeiten. Da hinten ist auch Sand. Ja, guti. Ich bräuchte noch mehr davon. Ja. Die hier laufen auch alle, das ist okay. Ja. Also ich könnte ruhig noch ein paar Roboter bauen, das ist noch bei weitem nicht ausgelastet, aber es ist trotzdem eine kleine Hemmschwelle, dass sie halt länger brauchen zum Aufladen. Und die besseren Roboports laden, glaube ich, auch schneller auf, haben größeren internen Puffer. Frage ist halt nur, wie teuer die sind. Robot Speed wäre machbar. Das ist ein bisschen teuer. Unter was fallen jetzt die besseren Roboports? Bestimmt auch wieder irgendwas mit so einem kleinen... Nee. Nee. Da wär's. Ach, die können wir schon bauen. Ach, die brauchten aber Blei, Zahnräder, Bleiplatten und 45 blaue Chips. Robot Recharge Rate 4x 400 Kilowatt. Und der jetzige macht 4x 200 Kilowatt. Also wäre doppelt so stark. Aber dafür halt das ganze Blei. Das ist ganz schön garstig. So, ihr arbeitet alle, wie ihr arbeiten sollt. No, du bist ganz schön fleißig. War ich nicht mal Eisen? Okay. Apropos, was sagt unser Vorrat? Wir haben 20.000 Kupferplatten. Wir haben 3.800 Eisenplatten. Immer noch kein Stahl. Und wir haben 90 Roboter, die nichts zu tun haben. 90 bis 100. Also war meine Schätzung gar nicht so schlecht. Das heißt, ich schnapp mir jetzt zwei Fabriken. Bab die hier hin. Und die stellen für mich... Also brauche ich rote Kisten. So. Die stellen für mich hellblaue Tränke her. Die haben wir da hinten schon, aber dann können wir die hier alle einigermaßen sortiert hinbappen.
Und ihr habt schon Licht, okay. Du machst bitte hellblaue Tränke. Grüne Ärmchen, Stahl, rote Chips, Batterien. Brr. So, so. Stahl. Rote, nicht so viele. 10. 10. Batterien. 10. Grüne Ärmchen noch. Du. 10. So, ich weiß, die brauchen unterschiedlich viele Sachen davon. Ich habe nur 10 eingestellt, damit sich nicht zu viel hier staut. Shift rechts, Shift links. Ich könnte auch ein paar Ärmchen gebrauchen. Tu rein, tu rein. Tu raus, tu raus. Mach da eine Kiste hin. Beschränk alle Kisten. Auf ein Stack? Ja, auf ein Stack beschränken ist okay, weil es müssen ja auch erstmal alle 10 Kisten hier gefüllt werden. Shift rechts, Shift links. So, damit müsste ich die jetzt schon ausgelagert haben. Das heißt, du hier kannst weg. Und du hier kannst weg. So. Dann machen wir zwei schnelle Fabriken raus. So, wie war jetzt das richtige, also das perfekte Verteilen von Modulen? Du bekamst da, nein, nein, nein. Bekamst zwei Pollution-Module, zwei Speed-Module, so. Pollution 0,4. Wenn ich bei dir jetzt mal nur die Effektivitätsmodule reinhau, hast du Pollution 0,36. Ja, nee. Also, alles raus, nur Effektivitätsmodule rein. Ganz wenig Strom, ganz wenig Pollution, alles ist gut. Und sollte... Oh, Stahl. Ja, Stahl. Stahl ist gerade doof. Aber wir haben festgestellt, wir haben jetzt 4000 und noch was Platten im System. Das heißt, wir könnten jetzt noch eine Stahlschmelze hinbauen. Aber das wird langsam ein wenig peinlich. In Stahlschmelzen hier. Das sind schon 6 Stück. Naja, hilft nichts, ne? Haben wir noch eine zufällig dabei? Nö, bau bitte 2 davon. Eine für jetzt da und eine für wann auch immer wir es wieder brauchen. Die sind irgendwie praktisch dabei zu haben. So, so. Oh, genau, ein schwerwiegender Fehler bei der Drahtproduktion. Und zwar habe ich anscheinend die Ärmchen hier falsch gemacht, also die Kisten falsch gemacht. Weil es wird jetzt doppelt so viel Kupfer reingelegt, wie eigentlich gebraucht wird. Das heißt, eigentlich müsste das hier eine rote Kiste sein und eigentlich müsste der so rum sein. Dann würden die alle viel schneller arbeiten. Ja, das war ein grober Fehler von mir. Und das wurde schon vor 10, 15 Folgen erwähnt, aber... ist mir jetzt erst wieder eingefallen. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich gar nicht so viele Fabriken. Mach die mal wieder weg. Nimm die eine rote Kiste, die du gerade erbeutet hast, tu die dahin, dreh dich um. So, wir hatten festgestellt, es ist am effektivsten, wenn die alle so arbeiten. So, so, so. Ne, nicht den ganz tollen, die da. 0,36, genau. Jetzt müsste die Drahtwelle richtig schön hochschnellen. 580, 590, 590, 590. Okay, es schnellt nicht hoch. Aber es fehlt mir auch noch eine davon. Dich auch so, dich drehen. Und wir haben inzwischen 185 Roboter, die nichts zu tun haben. Das ist schon mal sehr gut. Und es hapert nirgendwo dran. Wir brauchen keine schnelleren Ärmchen. Es ist durchgehend Kupfer drin. Es wird durchgehend Kupferdraht rausgeholt. Ja, sauber, sauber, sauber. Oh, sauber. Hier müssen auch noch die ganz schnellen rein. Ich habe keine Module mehr. Das ist krass, wie schnell die weggehen. Das Ardite und das da.
schmelzt das Zink bitte ein. So. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr inzwischen schon fast 10 alle? Ja. Staut sich hier schon was? Ja, ein kleines bisschen. Okay, Forschung. Ich hätte gerne... Was wollte ich denn überhaupt? Habe ich vergessen. Ja, theoretisch die Power Armor MK3. Da habe ich auch eine Heroes-Botschaft gehört. Und zwar, dass man die nicht bauen kann mit einer beschädigten MK2-Rüstung. Und unsere Rüstung ist schon beschädigt. Also wir müssten jetzt zwei komplette neue MK2-Rüstungen bauen, um die MK3-Rüstung zu bauen. Das ist garstig. Ich denke, ich lasse das erstmal. Wir könnten gehen in Richtung Lasergun. Und dann das hier. Kostet ganz schön viele hellblaue, ne? 450. Wir haben jetzt gerade mal 100 in den Forschungslaboren. Ne. Ich glaube, ich mache erstmal so Kleinkram. Besserer Schmelzofen. Wenn da wieder mein Modul reinpacken, würden sie auch wieder weniger Strom verbrauchen. Ich glaube, den erforsche ich lieber. Pumpcheck. Ne, Pumpcheck war wichtiger. Aber wir haben bald keine neuen Ölfelder da in der Nähe. Das ist okay. So. Ein bisschen was aussortieren hier. Zack, 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 zack. Zack, zack. Warum habe ich so viel Mist dabei? Okay, die kann ich freilassen. Ardite? Ja, was ist das? Obsidian? Komisch, komisch. Ich muss irgendeine kaputte alte Kiste weggenommen haben. So, 200 Alien-Artefakte. Die waren jetzt für die MK3-Rüstung. Aber es dauert, wie gesagt, noch. Ich glaube, ich stelle hier mal überall 20 ein. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Dass wir, wenn die alle mal voll sein sollten, irgendwann, dass ich mir merken kann, dass wir 200 im Puffer haben. Die hätte ich ganz gerne, danke. Und wir brauchen mehr rote Chips. Grüne Chips haben wir zwischen 1500 im System. Das ist sehr schön. Bau bitte eine schnelle Fabrik. So. Die kommt denn hier hin, damit das auch klappt. Wobei ich denke, wir werden noch eine brauchen. Noch eine rote Fabrik. Und Draht wird echt nicht mehr. Also gut, wir haben auch eine Fabrik rausgeschmissen. Aber ich hätte gedacht, dass dieser Umschwung hier auf die zwei roten statt zwei blauen eigentlich ein bisschen mehr bringt. Aber gut. Ah, es staut sich hier. Das ist schick. Nehmen wir mit. Sehr gut. Ja, so kannst du weitermachen. Das werde ich jetzt noch nicht irgendwie einschränken oder so, weil sobald wir hier eine dritte Fabrik hinbauen und die da schneller machen, wird das eh ein Problem. Ich mache die dritte Fabrik einfach jetzt schon mal. Du da, Shift rechts, Shift links. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Und es fehlt nur wieder Stahl. Genau, wir hatten noch die Stahldinger da gebaut. Du da, Shift rechts, Shift links. Dich beschränken auf, ich glaube, zwei. Zwei, genau. Und du kriegst die Stromspardinger, die eigentlich hier alle haben sollten. Außer der da, aber der arbeitet fast nie. Na komm, bringt Eisenplatten. Die Eisenplatten haben wir 3200. Nur noch 18.000 Kupfer. Waren das nicht vorhin 20.000? Okay. Müssen wir mal schauen. Allgemein muss ich hier eh immer meine Runden machen, ob irgendwo irgendwelche Felder ausgelaufen sind oder dergleichen. Aber ja, wir kriegen jetzt ein kleines bisschen Stahl wieder mehr. Wenn das so weitergeht, werde ich hier aber nochmal viel Schmelzen hinstellen müssen. Oh, was ist hier los? Wow. Aus die Maus. Okay. Stell bitte den Super Drill. Du bist kein Super Drill. Du bist ein ganz normaler Drill. Stell bitte den Super Drill hier hin. So.
den Superdrill dahin und mache hier eine Verbindung, die eigentlich auch schneller sein sollte. Ich brauche noch zwei davon. So. Nicht gut sowas, nicht gut. Aber wir haben es ja schnell genug erkannt. Pollution 7,33. Wenn ich jetzt dich rausnehme und dich rein tue, sind wir bei viel mehr Pollution. Ja, nö. Einfach Stromsparmodule.